Willkommen zurück zu einer neuen Runde Dragon's Dogma und wir können hier direkt reden mit jemandem. Hallo, wer bist du denn? Erstmal in der Hauptstadt, am besten sucht ihr euch zuerst eine Unterkunft. Ja, nee, das ist mir relativ egal, ich kann auf der Straße schlafen. Durch den neuesten Klatsch mit all dem Volk aus ganz Grenzes. Es gibt eine gute Gasthausstadt hinter dem Stadttor. Halt einfach nach dem Schild ausschau. Ach, das sind nur Informationen. War nicht noch irgendjemand anders, der mir Informationen geben konnte? Genau. Hallöchen, na? Sag mir meine Freundin, habt ihr kürzlich einen seltsamen alten Mann getroffen, von zwielichte Erscheinung, komische Gebrabbel von sich gebend? Meint er den Typen aus der zweiten Folge oder so? Dieser komische mit der Kapuze, der gezeigt wurde, als wir den Troll gekillt haben, meint er den vielleicht? They call him the Elysian, a name I hear far too oft these days. Okay. Well, keep the man in mind. I've business with him myself. Ja, ich glaube, er meint den Typen. Ja, wie man schon sieht, neue Ausrüstung, weil wir haben so viel Kohle gehabt und man brauchte mal ein bisschen mehr Stuff. Auch die beiden Kollegen, wenn ich die jetzt mal finden würde. Ja, der Junge hat einen neuen Mantel, sieht das nicht schön aus, ja. Und der Junge hat ja auch ein bisschen Stuff dazu bekommen, aber so richtige Rüstung gab es noch nicht, die sich lohnen würden. War jetzt erstmal Stadtbesuchung hier, also Stadterkundung. Ich will mich irgendwie hier. Es gab eine Warenlieferung. Die Straße bleibt gesperrt, bis alles ausgeladen ist. Fick dich. Habt Geduld, ihr wird nicht lange dauern. Ja, okay, gut, ich hab schon verstanden. Ich darf also wieder weggehen, danke. Oh, sorry. Wollte ich nicht. Da! Hat eine Aufgabe, Alter! Ihr, ihr scheint mir jemand zu sein, der einen Mann allein seinem Äußeren beurteilt. Allein nach seinem Äußeren beurteilt? Ich weiß nicht, ist das eine Beleidigung? Das sehe ich irgendwie als Kompliment. Ich sehe das mal als Kompliment. Wenn es euch beliebt, möchte ich um einen Gefallen bitten. Ja, dann fang an. Folianten gesucht. Man sagt, er verleiht seinem Leser die Macht, über die große Arkane Magie zu verfügen. Das Buch selbst ist verzaubert, versteht ihr? Sogar ein Zauberlehrling würde damit zum großen Magier. Ich bitte euch, es zu suchen und zu mir zu bringen. Recompense? Pray, let us speak of such things once you have found the book. Ich weiß ja nicht, ob ich das so gutheißen soll, ihm da so ein Buch zu... Kann ich, Jellam. What is it? The road beyond is closed. We dread the unknown. Alles klar. And ill know how to Sorry, wollte ich nicht. Boah, wenn ich jetzt hier nicht so viel durchsuchen kann, weil die Stadt hier irgendwie nicht so groß ist, wie ich dachte, raste ich aus. Oh. 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 Was ist eigentlich los? Ja. Wieso falle ich immer überall runter? Vor allem ist das Wasser nicht mal tief genug, dass ich das auch überlebe. Hey. Hey, Dieter, holst du mich hoch? Ich. Oh. Stehst vor mir. Okay. Nevermind. Ja gut, dann sind wir schon mal hier, dann können wir auch hier durchsuchen. Oh. Habe ich vielleicht etwas gefunden, ohne es zu wollen? Wer bist du denn? Armenviertel. So. Hungry. Warte, wenn wir dem was geben. Können wir dem auch was geben? Hungry. Festtagskuchen. Ah, thanks. Ja, ich will mal nett sein. Guck mal hier. Ein Kuchen. Ganz für den kleinen Bub allein. Lecker. Schmecker. Yummy, yummy. Hallo, Truhe, was ist da drin? Kriegshorn. Wow. Bringt das Kriegshorn mir auch was? Ich hab keine Ahnung. Oh, ein Stein, wow.
Wie von dieser Seite. Also wenn dir das hier das Abendviertel, Armenviertel sein soll, dann... Ach du Scheiße, ey. You can talk to me later. Okay. Okay, sie will schlafen. Ich verstehe das. Ich gehe dann mal wieder, ne? Ach Leute, hier kann ich aus der Stadt raus. Cool. Mann, ist so schwer, hat so viel zu bieten. Am liebsten würde ich immer stundenlang nur zocken. Dann würden die Folgen auch 2 Stunden gehen immer. Cool, wäre das, ne? Hallo. Okay, gut, wir vergessen jetzt einfach die letzten Minuten und ich bin nicht darunter gefallen, ja? Das wäre sehr freundlich von euch, wenn ihr das vergessen würdet. Wow, wirklich, du hast die Kiste verfehlt? Willst du mich verarschen? Sieht aus wie ein Magier. Ist wahrscheinlich so eine Magierin. Kann ich hier reingehen, ohne direkt verprügelt zu werden? Kein Durchgang. Ja. Gut, dann halt nicht. So, durchsuchen ist mal wichtig. Können auch gleich wieder einfach aus der Stadt rausgehen, weil ich habe das Gefühl, dass wir bis jetzt nichts wirklich mehr machen können hier. Abgesehen von Shoppen, das habe ich ja schon gemacht. Oh. Shoppen. Ja, halt was einkaufen, das meine ich. So, mit Dächern und Höhen kenne ich mich ja aus. Kann ich. Nein, da kann ich natürlich nicht hoch. Kann ich überall. Oh. Oh, das ist so geil, dass man hier einfach rüberklettern kann überall. Okay, dann will ich jetzt mal noch da. Hui. Oh. Eine Kiste! Und ein Schock, den ich gerade kurz hatte. Oh Gott. Ja, okay, ist was drin? Geldbeutel klauen ist immer gut. Oh, wir haben noch 17k. Krasser Scheiß. Kann ich hier irgendwo noch wieder... Kann ich hier irgendwo hinspringen, ohne direkt zu sterben? Kann ich hier rein? Nein, natürlich nicht. Ja, okay. Sie will nicht springen. Oh, halt. Oh mein Gott. Oh, ist das Spiel so realistisch, dass ich mich da hochziehe? Oh mein Gott, ich liebe es immer mehr. Ja, zieh ich da hoch, Mann. Geil. Kann ich da rüber? Sehr riskant. So, ist hier noch irgendwas? Ich weiß, ich laufe nur gerade über den Dächer rüber, aber ich finde es halt gerade irgendwie witzig. Ich glaube, hier ist ein Punkt, wo ich runtergehen kann. Das sieht irgendwie so aus, als wäre hier irgendwas Besonderes. Ein schwarzes Brett. Auf den Geschmack gekommen. Gibt Seele Königslobär, um Erweiterbier zu erhalten. Was? Oh, was ist das? Belohnung. Erfahrung 6000. Kriegt man hier keinen Kohle, Mann? 200 Gold! 200.000 Gold. Oh, das ist nur 200 Gold. Die verarschen mich. Hier findet ihr verschiedene Angebote bei erfolgreicher Bedingung. Winkt eine Grundbelohnung von... Pff. Und... Ach, da. Beschafft 20 Suchermedaillons. Gebiet ganz Grenzes, Ausdruck. Ah, okay. Das ist so eine Aufgabe. Ich kann eigentlich alle nehmen, ne? Oder? Kann ich einfach alle annehmen? Ich nehme alle an. Das ist geil. Ja. 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 Erfüllt die Aufgaben. Nein, wirklich. Oh, hey, Kollege, was geht ab? Ich sehe, ihr seid gerade sehr beschäftigt mit eurem Auftrag. Bitte nehmt euch so viel Zeit, wie ihr braucht. Die Menschen. Der Mensch ist wahrlich ein seltsames Wesen. Selbst in solch dunklen Zeiten voller Begehrlichkeiten, wo die Verzweiflung um sich greift, werden die Träume mächtiger. Solange die Menschen träumen, wird die Welt sich weiter drehen. Denkt an meine Worte. So werden Leute, die dafür sorgen, dass Träume wahr werden, zu den Rettern der Welt, was? Leute wie ihr und ich. Diese Arbeit lohnt sich wahrhaftig. Hm. Ich meine, das lohnt sich echt krass, mit den Leuten hier zu quetschen, zu sprechen. Okay, erstmal Map. Kann ich hier irgendwo... Kann ich rauszoomen?
schon rausgezoomt, ganz cool. Okay, die Stadt scheint noch ganz Stückchen größer zu sein, weil ich komme halt bis jetzt nicht in die Gegend hier. Und auch nicht in die Gegend hier. Und schon gar nicht dahin. Das Jagdgelände, städtische Viertel. Was macht denn der Junge da? Ist er dumm? Hä, was macht denn... Das ist doch das Zeichen von Dieter. Ich hätte ihm einen anderen Namen geben sollen, ey. Ohne Scheiß. So groß ist die Stadt, okay. Alles klar. Wo hängt denn der Junge rum? Ach, der stand da noch die ganze Zeit oben auf dem Dach, Alter. Als ob. Oh, Mann. Okay, ich würde jetzt gerne raus. Raus im Sinne von da raus, genau. Ist das das Haupttor, wo wir hergekommen sind? Ich glaube schon. Ansonsten... Muss ich gleich mal gucken. Hatten wir noch irgendeinen Auftrag hinten in der Anfangsstadt? Ich weiß es nicht. Behaltet euren Weg im Auge. Am Boden findet sich manch natürliches. Manch nützliches, mein Gott. Gut, ich soll da hinten... Was ist denn auf der Map da gerade zu sehen? Hey? Ich soll irgendwo da hinten hin. Nach da, welche... Okay, welche... Welchen Auftrag habe ich gerade dann ausgewählt? Verloren. Es geht die Kunde... Oh, okay, Hexenwald gegangen. Beginnt dort mit eurer Suche. Oh, ach ja, die olle Schnalle ist ja abgehauen. Oh mein Gott, wieso? Ey, das ist irgendwie so ein Standard-Scheiß. Das passiert immer, habe ich das Gefühl. Geschenk der Meere, gesalbt Hammbringer. Auf den Geschmack ist schwarzes... Schwarzes Wellenschwert? Gebt Seelen Königslober um Kräuterwege zu erhalten, Region. Region ist nicht bekannt. Mag vornehm wirken, doch sie... Keine Ahnung. Kann ich nicht einfach alles als Vorrang? Ich möchte gern alles angezeigt bekommen. Das wäre echt geil. Oh, ist das friedlich. Da vergisst man manchmal, dass das Spiel hier voller Monster und so lauert, ne? Wisst ihr, was ich meine? Bist du nicht nirgendwo? Nein, 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 nein. Wird mir nicht angezeigt, weil das scheiße ist, das ist ja kacke. Gibt es irgendeinen anderen Auftrag, wo ich ganz genau weiß, wo ich hin will? Nicht das. Goldenes Bastard. Wieso ein goldenes Schwert? Was bringt mir ein goldenes Schwert? Beschafft einen Geldbeutel aus Schlangenhaut. Kann ich den nicht eigentlich selber herstellen? Habe ich Schlangenhaut dabei? Das wäre gut. Kann ich den... Oh, kann ich den craften vielleicht? Das ist echt geil. Sucht nach Personen, die etwas über das Grimiore wissen. Wissenswert über Waffenknechte. Verloren und wiedergefunden. Es geht die Kunde Kühner im Hexenwald. Das sind alles solche Aufgaben. Ja, ich mache erstmal das als Standard-Kack, weil... Also ich werde auf jeden Fall so viele Nebenaufgaben erledigen, wie ich kann. Einfach, weil ich es halt auch halt mitnehmen will, halt, ne? Logischerweise. Ist das irgendwo ein Schlanghaut? Ist das Schlanghaut? Nein. 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 Oh, ich habe einen Suchermedaillon. Cool. Brauche ich nicht irgendwas mit 20 Stück davon? Wo ist denn hier Schlangen? Habe ich das überhaupt? Ich habe doch Schlangenhaut aufgesammelt mal. In der Höhle. Warte, haben die beiden vielleicht sowas in der Art? Hä? Ist ja ätzend. Ja, keine Ahnung. Ach, muss ich mal andere mal gucken. The Witchwood? It is well removed from here. Allow me to guide you. Warte mal, kann ich schnelle Reise oder so?
Liste öffnen. Achso, ja. Lokalität. Auftrag. Oh, das geht. Cool. Kann ich da... Wegpunkt markieren? Kann ich da nicht einfach... Diese wirklich schon kannst du die stattdessen hier platzieren. Eigentlich will ich den Wegpunkt wegmachen. Scheiße. Wegpunkt entfernen, danke. Kann ich da nicht. Ich muss da jetzt ernsthaft hinlaufen, Alter, willst du mich verarschen? Nee, komm, ich will da eh noch nicht hin. Ich gehe erstmal hier lang und durchsuche die Gegend nach wertvollen Gegenständen. Und du Mädchen brauchst echt noch mehr Ausdauerpower hier, ey. Unglaublich, wie schnell du wieder aus der Puste kommst. Ach so, lol. Mein Gott, ich hab schon mal gefragt, wo die scheiß Streie herkommt, ey. Steht ein kleiner Goblin um die Ecke. Was ist denn das hier? Ist das irgendwas? Ich wollte eigentlich die Kisten kaputt machen damit, aber okay. Das schürfen. Hübscher Stein. Wow. Was ist der Unterschied zwischen einem Stein und einem hübschen Stein? Könnt ihr mal verraten? Hat ein hübscher Stein vielleicht Diamantenstückchen in sich drin? Das wäre geil. Gut, ich habe keine Ahnung, warum ich den Totenschädel gerade mitgenommen habe. Wenn ich sein dachte ich, dass es irgendwas anderes wäre, was man gut gebrauchen könnte. Naja, habe ich mich wohl geirrt. Nein, auf hier wieder außer Atem zu kommen, Mädchen. Oh. Immer schön Kraut mitnehmen, das ist gut. Okay, da ist nichts außer kaputte Zeugs. Eine Kiste da unten, cool. Aber da muss ich ja, also da muss ich jetzt ja wohl hin, oder? Hallo? Da muss ich jetzt ja wohl, also auf jeden Fall hier Tarnrüstung, was? Tarnrüstung. Ist die denn gut? Wo ist denn der Scheiß jetzt? Hallo? Da. Zur Ausrüstung. Nein, ich will die nicht anziehen. Ich möchte nur gucken, wie die ist. Oh, die ist ja vielleicht... Okay, so schlecht ist die nicht. Aber... So an sich würde ich magische Abwehr nicht zwingend hergeben wollen. Warte mal, ich übergib die mal an den Dider. Ja. So, Dieterlein, Gingerlein. Kannst du das? Oh, das ist ja wow. Also, Trick hier anlegen. Easy. Was ist damit? Hey, ist das auch was? Das ist nix. Okay, ja, neue Rüstung. Alles cool. Alles klar, und wie komme ich jetzt irgendwie runter, ohne zu sterben? Oder ohne Schaden zu bekommen? Das wäre echt heftig.
Nein, ich glaube, ich werde kläglich versagen und hier einfach sterben. Ha, oder auch nicht. Okay, jetzt habe ich keine Ahnung mehr, wie ich da runterkommen soll, um zu verrecken. Fuck, war da nicht der Troll? Oh no. Ja, da war der Troll. Scheiße. Nein! Hinten, ich sehe sogar noch das Kackvieh. Oh Mann. Ja, ja, ist okay. Du fällst da jetzt nicht runter, klar. Warte, war hier irgendwas vielleicht in der Ecke? Also ich muss ja mal sagen. Okay, dann gehe ich da hinten runter. Da habe ich gerade nämlich einen Vorsprung gesehen. Genau den meine ich. Ich komme hier vorsichtig runter, ohne Schaden zu nehmen. Aha. Was, wir sagen, dass ich gegen den kämpfen muss? Okay, ist doch cool. Ist hier irgendwas Geiles? Wow. Und das war's? Okay, meine Enttäuschung ist irgendwie gerade echt groß. Oh Mann. Was läuft denn der Pisser jetzt hierher? Was soll denn das? Wollen wir nochmal versuchen, gegen ihn zu kämpfen? Das wäre eigentlich meine Chance, ihn jetzt zu klatschen. Hi. Oh ja, jetzt kommst du aus der Puste oder was? Das ist eine sehr scheiß Sache jetzt hier, komm. Mich jetzt? Nee. Doch, er hat die da. Und ich habe keine Puste mehr. Hallo, Mädchen. Nein, töte ihn nicht. Er schmeckt doch gar nicht. Oh no! Stop it! Okay, ich spring runter. Hui! Oh nein, renn! Ach, dankeschön. Mach ich auch Schaden? Sieht irgendwie nicht so aus. Jetzt mal. Nein, stopp! Halt! Gott! Mensch, wo hält die sich da überhaupt fest? An irgendeiner Falte oder was? Jetzt hau drauf da, du Kackvieh! Stirb endlich! Noch beim ersten scheiß Lebenspunkt. Ja, ihr wisst schon, was ich meine.
Nach diesem Leben kommen nochmal zwei dahinter. Oh fuck. Oh fuck. Oh, Hilfe. Wenn er da so in der Klippe steht, bin ich echt nicht gerade überzeugt davon. Oh! Ich meine, also wenn das hier schon ist, kann ich das auch mitnehmen. Fuck me! Dieter Heilung braucht der Dieter Mensch. Obwohl ich kann ihn ja mal hochheben, das ist ja eigentlich dumm, dumm, oder nicht? Warte mal, Heck kann nicht mal gucken. Ach, Materialien, ups. Das war eigentlich nicht das, was ich sagen wollte. Doch, das meine ich. So, mal ein bisschen mehr Leben, das ist ganz gut. Einschlag, ich flieg erstmal einen Meter weg, ey. Okay, das ist sein letztes Leben. Sein letztes stinkiges Leben, das er noch hat. Okay, klettern wir mal mit seinem Schwabbel hoch. Krieg ich ihn gerade in die Arschritze? Oh, okay, gut, ich bin rausgekommen. Warum ich gerade war. Er liegt wieder auf dem Boden. Ist er jetzt aggressiv geworden? Sieht so aus. Muss gleich die da hochheben und dann. Easy! Ach du Scheiße! Hilfe! Oh Gott! Okay, ich bin weg. Tschüss. Ja, kriege ich jetzt schon wieder Long? Er ist auf dem Boden, tötet ihn! Warte mal, das bin ich ja immer noch drauf. Oh Gottes Willen! Kann man den looten? Nee. Nehmen. Je mehr wir lernen, desto besser können wir euch dienen.
Umförmige Auge. Oder umförmiges Auge? I don't know. Hm. Na gut, ich würde mal meinen, das war relativ, also was heißt relativ, das war sehr erfolgreich. Machen wir erstmal hier den Kamm an, weil es ist dunkel und ich habe Angst. Wohlgemerkt, nachdem wir dieses Vieh gekillt haben, weil hey. Ist übrigens schön, dass die Fische hier so, ja, die knie dich ganz rein, damit die Scheißlampe wieder ausgeht. Hat es dir total gebraucht, Mann. Okay. Wir sind jetzt durchnässt, unsere Lampe ist aus, das kann noch passieren. So, wir machen die Lampe wieder an, so. Okay, da ist noch so ein Mondlicht. Ich kann mir vorstellen, dass wir das Teil irgendwie noch gebrauchen können für Heilung oder so. Also selber machen, I mean. Wir sind da, die Weggeburg in den Bergen. Es gibt eine Burg in den Bergen? Ach, Quatsch, ach genau, ja, okay. Nee, ja, ich weiß wieder, was das war. Ach, hier sind wir lang und dann sind wir hier runtergesprungen und dann war ja hier da gerade der Troll. Na gut. Alles klar, wir haben den Troll besiegt. Das war es dann auch wieder von dieser Runde. Ich würde mal meinen, dass das überhaupt nicht lange gedauert hat, das Vieh zu killen. Und ich weiß auch ganz genau, dass es noch krassere Viecher gibt. Wie zum Beispiel eine Hydra oder halt dieses komische Ziegen-, Schlangen-, Löwen-, Mischmasch-Ding da. Kann irgendwie nochmal hießen. Ja, keine Ahnung. Gut, dann würden wir uns bei der nächsten Folge mal aufmachen. Wahrscheinlich werde ich dann nicht mal hier stehen, falls euch wundern werdet. Vielleicht werde ich noch irgendwo anders hingehen und ansonsten sieht man sich dann in der nächsten wieder. Wo auch immer das sein mag. Bis dann, ciao.